Moin, meine herzallerliebsten Freunde von Kommunen, Dörfern und auch Städten, die der Meinung sind, finanziell gesehen zu sagen, schaut mal, das hier von uns ist hochmodern und absolut auf dem neuesten Stand. Ihr wisst nicht, was ich meine? Ich zeig's euch gerne. Richtig, ich meine genau die Behörden, die der Meinung sind, dass 40 Jahre alte Katzschutzfahrzeuge aus dem Katastrophenschutz den neuesten Standards entsprechen und da die ganzen Ehrenamtler verhungern lassen. Stellt euch mal vor, da fällt wirklich ein Flugzeug vom Himmel. Wer soll da hinfahren? Mit so einem 1935-Panzer da hinfahren oder was? Geht's euch noch gut? Das Geld wird zum Fenster rausgeschmissen von euch. Von jedem Dreck. Von jedem Dreck. Fahrradwege, die keine Sau braucht. LED-Straßenlaternen. Habe ich alles schon gesagt. Guckt euch doch mal das Video an, was auch an euch gerichtet ist. Völlig veraltete Feuerwehrfahrzeuge. Ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun, oder was? Ihr alten Lappen. Seht zu, dass ihr das Ehrenamt mal unterstützt. Die Hilfsorganisation verhungern da. Zum Teil haben die doch nicht mal irgendwelche Zelte für Massenanfall von Verletzten, Behandlungsplätze und sowas. Alles zerrissen, gefleckt. Die Fahrzeuge sind scheiße alt. Nichts funktioniert da. Das ganze Material ist völlig veraltet. Und die Jungs und Mädels machen das ehrenamtlich. Für euch, damit ihr euch so einen Luxus leisten könnt wie Katastrophenschutz. Wow, wir sind Kommune sowieso. Hier, wir sind King Kong, der gerade am Hochhaus klettert. Wir sind so geil, weil wir Katastrophenschutz haben. Dass ich nicht lache. Guckt euch den Dreck doch mal an, den ihr ihnen da zur Verfügung stellt. Seht zu, dass ihr das mal ordentlich investiert da und mal vernünftig macht, damit die das auch wirklich mit Spaß und Freude machen können und dass sie auch an Einsatzorten mal ankommen mit den Dingern. Meine Fresse nochmal. Seht doch keine Saukopf mehr aus da.